Na nü. Varric, seid ihr das? Den Ahnen sei Dank. Moment, ich kenne diesen Mann. Er ist Bartrans Verwalter. Aha. Hugin, was ist hier geschehen? Varric, euer Bruder. Diese Statue, die er aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Bartrand sagte, sie habe für ihn gesungen. Auch noch nachdem er sie verkauft hatte. Ich habe mich hier versteckt, aber die Wachen, sie sind wie wild gewordene Tiere. Ich habe nicht gewagt, an ihnen vorbeizugehen. Alle in diesem Haus sind wahnsinnig geworden. Alle? Also auch du? Soll man diesem Zwerg trauen? Ich weiß es nicht. Vertiefe mal das Thema und fragen, was hat Bartrand getan? Was hat er mit den Wachen gemacht, dass sie so geworden sind? Er hat sie gezwungen, Lyrium zu essen. Einigen der Bediensteten hat er bei lebendigem Leib Stücke aus dem Körper geschnitten. Ach. Er sagte, er wolle ihnen helfen, das Lied zu hören. Bitte, ihr müsst ihn aufhalten. Ach was. Bartrand ist zwar nicht unbedingt der netteste Zwerg, aber das klingt überhaupt nicht nach meinem Bruder. Das heißt, dass er vielleicht besessen ist von Dämonen. Wo ist die Statue jetzt? Ihr sagtet, er habe die Statue verkauft. An wen? Ich weiß es nicht, aber wir sind deshalb nach Kirkwall zurückgekommen. Er hat ununterbrochen über den verfluchten Götzen und seinen Gesang geschimpft. In seinen besseren Zeiten hat er das Ding gehasst und wollte es nur loswerden. Aber in dem Moment, in dem es fort war, ist alles nur noch schlimmer geworden. Und wo sind die anderen Bediensteten? Abgesehen von den Wachen habe ich hier keine lebende Seele gesehen. Was ist mit dem Rest des Personals geschehen? Ich weiß nicht, was Bartrand ihnen angetan hat. Bei den Ahnen, die Laute, die aus seinem Studierzimmer kamen. Ich hoffe, sie sind inzwischen tot. Oh Gott. Was meint ihr damit, ihr hofft, dass sie tot sind? Es ist nur, wen, was auch immer ihr in diesem Zimmer finden mögt, Varric, gewährt ihnen einen gnädigen Tod. Oh mein Gott, na, das hört sich ja alles total vielversprechend an. Da hat der Herr Zwerg aber einen Feinherrenbruder. Naja, ihr sagtet, Bartrand sei wahnsinnig, das ist die Spaßantwort, die lassen wir mal aus. Ich würde sagen, wir kümmern uns darum. Alles wird gut. Ihr seid nun in Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte das glauben, Mensch. Bartrand hat die Bediensteten mitgenommen und sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Seit Tagen ist niemand mehr herausgekommen. Und diese verfluchten Wahnsinnigen schleichen weiterhin durch die Hallen. Wir gehen rein und holen ihn uns. Komm schon, Hawk. Beenden wir es. Jawohl. Familienangelegenheit. Finde Bartrand und setze seiner Abartigkeit ein Ende. Ach, schön formuliert. Dazu muss ich nochmal ganz kurz sagen, mittendrin ist mir die Aufnahme wieder abgeschmiert. Das heißt, in der letzten Folge wurde es gegen Ende sehr ruhig. Das lag aber nur daran, dass die Audioaufnahme da wieder den Geist aufgegeben hat. Und deswegen musste ich dann, huch, hier nochmal schnell die Truhe plündern, Gürtel der Urzeit. Ach, guck dir das mal an, das ist ja lecker. Und deswegen musste ich dann schnell die Aufnahme unterbrechen. Ich habe es zum Glück noch schnell genug gemerkt, sodass nur ein paar Minuten Moderation fehlen. Und dann habe ich einfach heute die nächste Aufnahme angefangen und habe das so gecuttet, dass ihr davon gar nichts merkt. So, die Truhe, Silberit verstärkte Verschlüsse, da freut sich aber der Varric, der kriegt nämlich ein neues Runenfeld. Und ein Amulett mit plus 4% körperlichen Schaden. Rune können wir momentan eh nicht einsetzen, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, da unten blinkert noch eine Kiste. Und hier blinkert noch was ganz anderes, kannst du mal eben. Das war leicht. Du bist auf eine Auslöserfalle getreten. Wenn sie niemand entschärft, wird sie ausgelöst. Ja, jetzt ist die aber entschärft. Hoffe ich zumindest. So, hier, von hier kommen wir ja. Da wollen wir ja nicht nochmal hin. Da ist dit. Hier, ach, hier ist der Anfangsraum. Ach, Mensch, ganz bequem. Einfach die Tür geöffnet für die Rückzugsmöglichkeit. Das ist natürlich sehr nett. Und hier, ach nee, von hier kommen wir, ne? Genau, von hier kommen wir und das andere ist dann wohl ein anderer Ausgang in die Oberstadt. Na gut. Sei es drum, wo waren das jetzt? Da ist die Kiste. So, was finden wir da? Panzer, Handschuhe. Und hier war das, wo wir herkamen. Gut. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch das Studierzimmer und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was es jetzt mit den Herren Bartrand auf sich hat.
Der wird uns sicherlich gleich freudig empfangen. Ich nutze die Gelegenheit und mache mal wieder einen richtigen Spielstand hier. Schapeichern. Und dann betreten wir mal das Studierzimmer und schauen mal nach. Ich sorge dafür, dass euer Blut und eure Knochen das Lied für mich singen. Ja, aber wer sorgt denn dafür? Ich würde fast sagen, pass mal auf. Ne, wir bleiben erstmal hier. Der wird bestimmt gleich hier auftauchen. Ach, und ich wollte noch nach unten gehen, verdammt. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir werden uns da hinten, na? So, nein, Moment, wir machen das so. Ihr beiden... Heinis. Ach. So, ihr werdet dahin gehen und wir beide werden hier einfach mal warten. Ach ja, halten müssen wir natürlich auch noch. Verdammt. So, ihr haltet hier die Stellung und wir beide halten da vorne alle auf. So, Fenris, komm rein hier bitte. So können wir die nämlich alle einzeln auseinandernehmen. Na los. Ach, der Bartrand hat sich damit reingeschlichen. Na, sieh mal einer an. Okay, schnell wieder rein. Und da hat sich der Bartrand wieder rausgeschlichen. So, wir verstecken uns jetzt hier um die Ecke. Nein. Der Bartrand hat Fenris umgehauen. So, anders, du alte Sau. Mach mal den hier und dann gucken wir mal, dass wir den Fenris vielleicht wiederkriegen. Alter, was hat denn der für einen Schlag am Leibe? Wie der hier aufräumt, mein lieber Freund. So, hier, zack. Und ich werde gleich mal ein Tränkchen schlucken. Einfach nur, das funktioniert. Das hoffe ich auch. So, weiter geht's. Scheiße, Alter, wie der Bums macht. Nein, Fenris, du wirst hier bitteschön mit mir gegen Ihmchen kämpfen. Und jetzt... Der hat Fenris schon wieder umgehauen. Alter Schwede, was der für ein Damage macht auch. Du kannst nicht zufällig nochmal... Nee, das wird dauern. Dann wirst du mich hoffentlich gleich heilen. Und zwar bitteschön jetzt. Ach du Scheiße. Und wir machen kaum Damage bei dem alten Peter. Boah, das kann doch hinten und vorne nichts werden. Nein! Na los! Bam! Ach scheiße, das wird hinten und vorne nix. Trink! Du sollst trinken, verdammt! So, kannst du jetzt wieder? Nein, immer noch nicht. Ach, verdammte Axt, das gibt's doch gar nicht. Ich fürchte, wir werden laden müssen und dann werden wir gucken... Kann er zumindest wieder heilen? Nee, aber gleich. Ich hoffe, wir werden so lange noch überleben. Scheiße, scheiße, scheiße. Was der für ein Mega-Damage macht. Oh, das wird knapp. Mir fehlt jetzt auch Meryl, die den einfach mal in dieses steinerne Gefängnis versteinern kann. Also, ne, steinernes Gefängnis versteinern. Passt schon. Scheiße, ich glaube, ich bin gleich weg und ich glaube, wir werden diesen Kampf nicht überleben. Ah, scheiße. Genau wo das aktiviert wurde, genau da hat er einen Löffel abgegeben. Ich würde mal sagen, das war's dann wohl. So, jetzt machst du mal keine Heilung mehr, sondern jetzt gehst du mal hier auf Rache. Bringt wahrscheinlich sowieso nicht mehr so viel. Was macht das hier? Geschwindigkeit. Na gut. So,
So, du kannst doch jetzt mal gucken. Ach, naja, hat ja viel gebracht. So, Bruder gegen Bruder, die epische Schlacht, die verloren wird. Oh. Sie haben, wie heißt er nochmal erwischt? Den Magier, verdammt! Alter, 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 krieg dich mal wieder ein, Kollege. Was haben wir denn da? Rückschlag. Nee, das war's. Der lässt einen auch nicht mehr aufstehen, du Penner. Du bist tot. Alter Schwede, haut der rein. Okay. Nee, war eigentlich schon ganz gut, da hinten in den Raum zu gehen, aber irgendwie müssen wir ein bisschen mehr auf Fenris aufpassen. Weil der Bartrand so exorbitanten Schaden macht, da bleibt kein Auge trocken. So. Und jetzt gehen wir mal alle flugs hier rein. So. Okay, ihr beiden wieder schön hier hinten ins letzte Eck, wo die Bediensteten gerade ein Nickerchen halten und wir beide stellen uns hier mal ein bisschen an die Frontsau. Ach ja, Position halten bitte. Gut. So, mal schauen. Hallo, kommt denn da jemand? Hallo? Ach. So. Den Mabari noch herrufen. Würdest du bitte auch mit angreifen, lieber Elf? Scheiße, jetzt hat er den die Aggro, der Ogrin. Okay. Jetzt hat wieder wer anders die Aggro, das heißt, jetzt können wir wieder fröhlich draufsemmeln. Zack. So, und ich würde mal sagen, jetzt schon mal lieber vorab heilen, als hinterher bereuen. Hallo, Heilung? Hallo, Heilung? Ah, jetzt. Na los, bam! Ja! Ich kann es nicht mehr hören. Ich will nur das Lied noch einmal hören. Nur für eine Minute. Hört auf, das zu sagen! Ich weiß, ich hätte dieser Frau den Götzen nicht verkaufen sollen. Es war ein Fehler! Ein Fehler! Bartrand, reiß dich zusammen! Weißt du, wo du bist? Weißt du, was du getan hast? Beric, du wirst mir helfen, nicht wahr, kleiner Bruder? Du wirst mir doch helfen, ihn wiederzufinden. Du warst schon immer der Gute. Dir helfen? Bartrand, du hast mich dem Tod überlassen. Du hast all deine Männer dem Tod überlassen. Und wofür? Für irgendein Schmuckstück? Sieh dich nur an. Sieh nur, was du den Männern und Frauen angetan hast, die dir gedient haben. Wo ist jetzt dein Edelmut, Bruder? Wo ist deine zwergische Ehre? Ja, anders könnt ihr vielleicht irgendetwas tun? Das alles fühlt sich unnatürlich an. Wenn er kein Zwerg wäre, würde ich sagen, ein Dämon ist dafür verantwortlich. Sein Verstand wurde von etwas Mächtigem vergiftet. Mehr kann ich nicht tun. Und es wird nicht dauerhaft sein. Es tut mir leid. Beric?